Sie ist in aller Munde, sie regt auf. Nicht immer weiß man so genau, was damit gemeint ist. Willkommen zu einem IMO-Webinar zur Taxonomie. Und zu dem Thema darf ich auch gleich unseren heutigen Studiogast begrüßen. Es ist Dr. Clemens Braunisch. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute zu diesem Thema bei Ihnen sein darf. Danke auch fürs Aufbereiten. Es ist ja nicht nur das Vortragen, es ist ja auch das Aufbereiten der Inhalte. Dr. Braunisch ist Studiengangsleiter an der FH Wien, der WKW Wien. Er ist einerseits Studiengangsleiter des Bachelors für eher die Makler-Hausverwalter-Inhalte, dann des Masterlehrgangs für die Bauträger-Inhalte und dann gibt es noch sozusagen einen darüber gespannten oder nachfolgenden Masterlehrgang Real Estate Management. Das ist seine Aufgabe bei der FH Wien, der WKW. Und da hat ein Teil eben natürlich die Taxonomie, weil sie uns alle bewegt. Zum Ablauf, meine Damen und Herren, Sie kennen das vielleicht, das IMO-Webinar, wenn Sie schon einmal dabei waren. Es gibt schon zahlreiche. Der Fachverband der Immobilienvermögenstreuhänder hat das IMO-Webinar 2016 begonnen. Also wir haben im Archiv einiges zum Anschauen. Der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Wir haben die Impulse, die ersten 30, 40 Minuten. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie auch schon während dieser Impulse Fragen stellen in das Feld, das dafür vorgesehen ist. Wir kriegen das ins Studio hereingespielt, sammeln das, ordnen das ein bisschen, wenn es geht. Und en bloc werden wir Sie an den ersten Block beantworten anschließend. Und nach circa einer Stunde ist das IMO-Webinar zu Ende. Wir versuchen immer kurz und knapp Sie aber treffsicher zu informieren. Ja, und insofern würde ich schon in medias res gehen. Taxonomie, ich habe das jetzt ein bisschen angekündigt, als sie schwebt da überall herum und man weiß nicht immer genau, was es ist. Ich gebe zu, ich kenne mich ein bisschen aus und lerne trotzdem immer sehr viel dazu. Bin gespannt, was ich heute noch alles mitnehme. Bitte. Ja. Ich möchte Ihnen heute, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch zeigen, welche Auswirkungen auf Ihre Tätigkeit die Taxonomie hat. Die Taxonomie ist eine Verordnung der EU, die in allen 27 Staaten der Europäischen Union bereits wirksam ist. Sie beschäftigt intensiv die Aktivitäten der Bestandshalter von Immobilien, aber auch der Projektentwickler in Österreich, aber auch natürlich europaweit. Heute haben wir als Plan, dass wir mal von der Ausgangssituation ausgehen, nämlich dem Sustainable Action Plan der EU, uns ansehen, den Green Deal. Ich werde dann einiges zur EU-Taxonomie sagen, was sie bedeutet, wie sie auch geregelt ist, welche Maßnahmen auch weiterhin geplant sind. Das ist nämlich kein Akt, der abgeschlossen ist, sondern an der Auslegung und der Umsetzung wird intensiv gearbeitet in allen Staaten der EU. Ich werde dann auf die Bedeutung für die Immobilien auch in Österreich kommen und auf Ihre Tätigkeit als Immobilientreuhänderin. Kommen wir zur Ausgangssituation. Das ist der Sustainable Action Plan der EU vom 8. März 2018 verkündet. Diese Ziele dort sind abgeleitet vom Übereinkommen von Paris und von der UN-Agenda 2030. Sie kennen sicher die Sustainable Development Goals. Das Ziel ist, die globale Erderwärmung zu begrenzen, und zwar auf deutlich unter 2 Grad Celsius, also mindestens 1,5 Grad Celsius wäre das Ziel gegenüber dem vorindustriellen Wert. Also das ist die Zeit zwischen 1850 und 1900. Und ich habe dazu vorbereitet eine Animation, die NASA gemacht hat. Und die NASA hat hier, Sie sehen das im Bild, gezeigt und die Daten verarbeitet, wie sich die Erderwärmung entwickelt hat seit dem Jahr 1880. Und Sie sehen hier weiße, blaue, unbedenkliche Entwicklung der Erderwärmung. Wir sind bereits im Jahr 1937, 1938. Das heißt, jeder Kreis ist ein Jahr sozusagen. Genau. Ja, also es läuft voran. Sie sehen das quasi wie Baumscheiben. Und wir sind bereits im Jahr 1960. Auch hier sehen Sie vereinzelt rote Linien.
und sind aber vollkommen unbedenklich. Wir sind bereits in den 80er Jahren die roten Linien, die Erderwärmung auch auswirken. Zeigen, sehen Sie jetzt immer mehr. Wir sind im Jahr 2010, es gibt fast nur noch rote Linien. 1920, 21, also Sie sehen hier, wir haben bereits mehr als 1 Grad Erderwärmung seit diesem Zeitpunkt erreicht. Man sieht das auf dieser Darstellung sehr deutlich. Das heißt auch, das ist 1 Grad, das ist jetzt schon so, das kriegen wir auch nicht mehr weg. Das ist schon vorbei, das ist nicht mehr, genau, das ist nicht mehr zu reduzieren. Das, was das Ziel ist und was unser gemeinsames Ziel sein sollte, ist auch um größere Unwetterauswirkungen sozusagen hier auch nicht nur für den europäischen Bereich, sondern weltweit zu erreichen, wäre einfach diesen drastischen Anstieg auch zu bremsen. Ja? Also das geht eigentlich weiter, aber der Anstieg sollte zumindest gedämmt werden, sodass diese nachteiligen Auswirkungen, die wir schon gesehen haben über die Überhitzung, aber auch den Anstieg der Meere, der Abschmelzen der Polkappen, und das kennen Sie alles, diese Themen, das möglichst eben hier zu vermeiden. Also klares Ziel, wie kommen wir jetzt dahin? Genau. Und zwar, die EU hat folgende Maßnahmen geplant, und zwar hat sie einen einheitlichen EU-Klassifikationsrahmen entwickelt für nachhaltige Tätigkeiten, und der wird uns dann in der Folge besonders beschäftigen. Das Ziel ist klar, eine nachhaltige Entwicklung Europas und mit diversen Maßnahmen eben Wirtschaftstätigkeiten in Richtung ESG, dazu komme ich noch, eben voranzubringen, aber auch die Förderung von Umwelt, Sozial und Governance, also Unternehmensführungsaspekte, zu entwickeln. Die Ziele sind abgeleitet vom Übereinkommen von Paris und von der UN Agenda 2030, den Sustainable Development Goals. Mit dem am 8. März 2018 verkündeten Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums werden 3 wesentliche Ziele verfolgt. Die Umlenkung von Kapitalströme auf nachhaltige Investitionen. Also das Ziel ist, die Kapitalströme so zu lenken, dass sie einfach nachhaltige Investitionen fördern und auch in Zukunft bedingen. Die Bewältigung finanzieller Risiken durch Klimawandel, Umweltzerstörung und soziale Probleme eben zu schaffen und die Transparenz und Langfristigkeit in der Finanz- und Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Als Vorschlag zur Umsetzung werden eben konkrete Maßnahmen, regulatorische Änderungen, Verordnungen genannt, darunter eben diese Klassifizierung für nachhaltige Aktivitäten. Das ist die Geburtsstunde auch der Taxonomie. Jetzt eine kurze Frage, damit wir das sozusagen richtig klären können oder damit ich das in meinem Kopf auch richtig abspeichere. Die Taxonomie ist das Klassifikationssystem an sich und noch nicht der Konnex zur Finanzierung, sondern das ist nur das Klassifikationssystem. Genau. Und da gibt es dann einen Link sozusagen zur Finanzierung. Genau, das Ziel ist, nachhaltige Tätigkeiten zu fördern, und das geschieht eben durch die Umlenkung der Kapitalströme. Alles klar. Ja. Gut. Also das wirkt sich in der Finanzierung auch und auch im Bereich des Investments aus. Mhm. Ja, ich habe schon gesagt, der 2019 präsentierte Green Deal verfolgt das Ziel, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent zu sein. Es gibt auch ein europäisches Klimagesetz, welches Bestandteil des Green Deals ist. Und im April 2021 ist die Entscheidung der EU gefallen über die Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55% im Vergleich zum Jahr 1990. Sie sehen das hier auch auf der Folie, die ich Ihnen dargestellt habe. Das Ziel ist letztendlich, dass wir keine Netto-Treibhausgasemissionen nach 2050 mehr produzieren. Und dort müssen wir hinkommen. Das sind auch nachgeschärft worden von 40% auf 55%. Das ist das auch ambitiöse Ziel. Mhm. Und da hat der Bereich der Immobilien, der Gebäudesektor auch einen wesentlichen Beitrag.
weil die CO2-Emissionen von Gebäuden ca. 40% ausmachen. Und das Ziel ist, das so deutlich zu reduzieren bzw. gegen null zu bringen. Idealbild ist es, wo es schon Einzelfälle gibt, dass Gebäude quasi ein Kraftwerk sind, dass also quasi der Saldo von Plus-Minus-Energie letztendlich nicht positiv ist, sondern dass er sozusagen hier einen Beitrag für die Gemeinschaft einbringt. Vom Gebäudesektor muss man auch dazu sagen, nicht nur, da geht es nicht nur ums Heizen oder Kühlen, sondern von dem ganzen Herstellen, Bauen, Bewirtschaften etc. Genau. Und das ist natürlich verbunden damit, wenn es diese CO2-Emissionen nicht mehr in diesem Maß oder gar nicht mehr gibt, dann ist das natürlich auch ein Beitrag für die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen, also diese umweltbedingten Auswirkungen, die wir jetzt auch immer wieder erleben in Europa und weltweit, sollen damit auch möglichst hier eingegrenzt oder eingeschränkt werden, dass diese nicht mehr, zumindest nicht mehr so häufig auftreten. Mhm. Noch einmal die nationale Umsetzung, also habe ich schon erwähnt, von der UN ausgehend über die europäische Ebene kommen wir dann zur nationalen Ebene, wo eben die Taxonomie und auch eine Verpflichtung zur Offenlegung hier bereits geltendes Recht ist. Und an der Umsetzung und an der Konkretisierung wird auch laufend gearbeitet. Da geht es letztendlich auch darum, dann hier österreichische Normen zu entwickeln, beziehungsweise auch unsere Zertifizierungen von Gebäuden hier damit auch zu versehen. Was ist die Offenlegungsverordnung? Die verpflichtet Finanzteilnehmerinnen zu einer nicht finanziellen Berichterstattung. Und derzeit gibt es rund 100 berichtspflichtige Unternehmen in Österreich. Bereits seit 2017 sind hier Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor, also Unternehmen öffentlichen Interesses, wo auch die durchschnittliche Belegschaft, die Mitarbeiter, also mehr als 500 Mitarbeiterinnen und als große Gesellschaft eingeordnet sind. Diese sind verpflichtet, solche Berichte im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses bereits zu erstellen und der Öffentlichkeit vorzulegen. Diese Verschärfung wird es auch in Zukunft weiterhin geben. Das heißt, der Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen wird deutlich größer werden. Und das wird sich hier auch so fortsetzen. Es ist natürlich auch so, dass nicht nur diese berichtspflichtigen Unternehmen gefragt sind, nachhaltige Aktivitäten nachzuweisen, sondern diese Unternehmen werden auch auf ihre Lieferanten, auf ihre Dienstleister einwirken, dass auch diese in dem Bereich auf nachhaltige Aktivitäten Wert legen. Mhm. Ganz wesentlich, um alle mit einzubinden. Genau, also es betrifft nicht nur diese 100 oder 2000 Unternehmen, die unmittelbar von dieser Berichtspflicht betroffen sind, sondern auch alle Geschäftspartner, die mit diesen Unternehmen arbeiten. Mhm. Ja, die EU-Taxonomie-Verordnung bringt eben diesen einheitlichen Kriterienkatalog der Nachhaltigkeit in der EU. Es soll auch damit vermieden werden, dass Nachhaltigkeit quasi ein reines Marketing-Mäntelchen ist, sondern diese Aktivitäten sollen auch tatsächlich nachgewiesen werden und sollen auch von den Abschlussprüfern der Gesellschaften hier bestätigt werden. Mhm. Also das Greenwashing ist natürlich etwas, was entsprechend vermieden werden soll, wo dagegen auch gewirkt wird, was auch unfair wäre gegenüber den Unternehmen, die tatsächlich auch in dem Bereich aktiv sind und ihre Investitionen in dem Bereich tätigen. Ja, die EU-Taxonomie auf einen Blick. Was sind die wesentlichen Fakten? Damit werden 6 Umweltziele verfolgt. Insbesondere sind die ersten beiden Ziele maßgeblich, weil es da bereits Konkretisierungen der EU-Taxonomie gibt in einem Anhang dazu. Und das betrifft den Klimaschutz
und die Anpassung an den Klimawandel. In den beiden Anhängen sind die bereits detaillierter angeführt, ist relativ umfangreich und das gehört natürlich auch dann umgelegt auf die jeweilige Situation in den einzelnen Staaten. Die weiteren Umweltziele sind eben nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling. Das ist in Ausarbeitung. Die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung, Schutz gesunder Ökosysteme ist auch ein wichtiges Umweltziel, das hier auch verfolgt wird. Wann ist jetzt eine Aktivität nachhaltig gemäß der Taxonomieverordnung? Die Aktivität muss in der EU-Taxonomie explizit genannt werden und das betrifft eben auch die Aktivitäten im Bereich des Baugewerbes und der Immobilie. Um nachhaltig in diesem Sinn zu sein, gibt es drei Regeln. Und zwar, es muss einmal ein wesentlicher Beitrag geleistet werden zu zumindest einem der sechs Umweltziele und es dürfen die anderen fünf Umweltziele nicht erheblich beeinträchtigt werden. Damit verbunden ist aber zusätzlich, dass ein sozialer Mindeststandard auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben sein soll. Die Arbeitssicherheit und die Menschenrechte sind hier ebenfalls eingefordert und werden hier auch noch einmal beleuchtet. Diese Einhaltung wird auch nachzuweisen sein von den Unternehmen. Das heißt, verstehe ich das richtig? Ich muss eines von diesen sechs Feldern, von diesen sechs Umweltzielen wirklich ordentlich unterstützen, nachweisbar. Ja. Das kann ich mir jetzt sozusagen derweil einmal aussuchen. Ja. Ich werde wohl eines der ersten zwei genannten nehmen, weil die anderen sind noch nicht klar definiert. Genau. Ja. Verstehe ich das richtig? Ja, genau, das ist richtig. Und zusätzlich muss aber gewährleistet sein und nachgewiesen sein, dass die anderen fünf Umweltziele nicht beeinträchtigt auch nicht sind. Und das, genau. Das heißt, es wäre nämlich meine zweite Frage, das heißt, ich kann nicht auf Kosten von anderen Feldern sozusagen das eine hochpushen und es ist eigentlich digital, ja oder nein. Also ich erfülle es oder nicht. Genau, also stehen alle sechs Umweltziele sozusagen vor dem Unternehmer, vor der Unternehmerin. Ja. Und Klimaschutz, Klimawandel ist sozusagen der Hauptfokus, aber es dürfen die anderen Umweltziele dadurch nicht wesentlich oder wie es so schön heißt, erheblich beeinträchtigt werden. Ja, natürlich gibt es jetzt unter Juristen, wie wir sind heute, halt, dann die wird Diskussion, man diskutieren, was aber ist erheblich. Die Idee ist klar. Genau. Gut. Ja. Ja, also es dürfen da den anderen Umweltzielen, wie es so schön heißt, keinen signifikanten Schaden erleiden. Oder das ist die Do-No-Significant-Harm-Regel. Zur Erfüllung der technischen Bewertungskriterien unterscheiden wir sieben Kategorien, also drei Gebäudezustände bzw. vier Tätigkeitsfelder. Insbesondere schauen wir uns an natürlich den Bereich des Neubaus von Gebäuden und die Renovierung bestehender Gebäude sowie den Erwerb von Eigentum an Gebäuden. Und es gibt dann noch zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Installation, Wartung und Reparatur im Bereich der Gebäude bzw. der Gebäudeausstattung. Kommen wir zum Neubau eines Gebäudes. Hier ist einmal sozusagen zu wählen, eben der wesentliche Beitrag im Bereich Umweltziel 1, Klimaschutz. Daher gilt dafür der Annex 1, der Anhang 1 der technischen Bewertungskriterien. Und da ist festgelegt, dass der Primärenergiebedarf des Neubaus mindestens 10% unter dem Primärenergiebedarf liegen soll, der sich aus den Anforderungen des internationalen Standards des Nearly Zero Energy Building Standards ergibt. Also Ziel ist letztendlich eben das besprochene CO2-Null-Ziel. Das ist jetzt, haben wir uns herausgesucht, entspricht bei Wohngebäuden 36,9 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr und bei Nichtwohngebäuden ist er höher, liegt bei 75,6 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr beziehungsweise mit Kühlung bei 90 Kilowattstunden pro Quadratmeter.
Gut, das ist also der Neubau. Ja, das ist der Neubau. Wir kommen, also das ist die Fortsetzung, dazu hab ich da noch definiert für Gebäude über 5000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Die müssen auch einen Nachweis zur Luftdichtigkeit und zur thermischen Güte der Gebäudehülle vorlegen. Und zusätzlich müssen auch Ökobilanzen erstellt werden. Und zwar nicht nur für das jeweilige Jahr, sondern über alle Phasen des Lebenszyklus des Objekts. Also durchaus auch eine Herausforderung für die Unternehmen, sich in diesem Bereich einzuarbeiten und diese Darstellung zu führen. Und das Spannende ist natürlich dann, wenn es über Jahre diese Ökobilanzen gibt, dann sieht man hoffentlich eine positive Entwicklung auch dieser Unternehmen. Richtig, dann kann ich vergleichen. Genau. Gut, und jetzt das Neubau. Spannender ist ja noch der Bestand. Wir wissen, der Bestand ist ist wesentlich heikler, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und da ist es im Bereich Umweltziel 1 des Klimaschutzes, sind wir auch wieder bei diesem Anhang 1 der Taxonomie. Durch die Sanierung soll eine Einsparung bei der Primärenergie von 30% erzielt werden. Das heißt, vor Sanierung, nach Sanierung, der Zustand soll um 30% geringer sein. Also wir reden dann natürlich insbesondere immer über Energieaufwand, der in den Gebäuden für Heizung, für Kühlung, aber auch für verschiedene Ausstattungsthemen hier einfließt. Ja. Wir kommen zum Erwerb von Eigentum an Gebäuden. Da ist bei der Wahl des wesentlichen Beitrags zum Umweltziel 1 Klimaschutz zu sehen und zu unterscheiden von Gebäuden, die vor dem 31. Dezember 2020 errichtet wurden. Die sollten die Energieeffizienzklasse 1a aufweisen. Das sehen wir in der Regel auf unseren Energieausweisen. Und das Gebäude sollte zu den Top 15% der Best-in-Class gehören, der jeweiligen Region. Das heißt, wir brauchen ja dafür auch entsprechende Kriterien, beziehungsweise auch noch diese Darstellung der Top 15%. Auch das ist in Arbeit. Bei den Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 2020 errichtet wurden, gelten die Anforderungen von Neubauten. Das heißt, auch hier sind wir bei den effizienten Gebäuden. Bei Betrieb bei großen Nichtwohngebäuden ist da hier eben erforderlich. Wenn wir jetzt uns ansehen, dass Umweltziel 2, den Anpassungen an den Klimawandel, da geht es um die Reduzierung und die Minderung von physischen Klimarisiken sowie akuter und chronischer klimabezogener Risiken. Wir haben dann Umweltziel 3, den nachhaltigen Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. Also da gibt es auch dann Konkretisierungen. Bei Nichtwohngebäuden müssen alle relevanten Wasserinstallationen folgende Vorgaben erfüllen. Das bezieht sich auf die Waschbecken, auf die Duschköpfe, WC-Spülungen etc. Also dafür gibt es bereits Vorgaben. Und wir haben dann beim Umweltziel 4 den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling. Ein Thema, das uns auch in Österreich intensiv beschäftigt, weil wir auch feststellen, dass Baumaterialien, die jetzt beim Abbruch anfallen, nicht mehr so ohne weiteres auf Deponien gebracht werden können. Die entsprechenden Möglichkeiten sind auch dort begrenzt. Wir haben sehr hohe Kosten mittlerweile auch für die Baumaterialien. Auch aus diesem Grund gibt es natürlich das Interesse, Baumaterialien zur Wiederverwertung einzusetzen. Erforderlich ist dafür natürlich auch ein entsprechendes Datenverarbeitungssystem, wo auch klar ersichtlich ist, welche Baumaterialien gegeben sind, vorhanden sind und auch
in der Lage sind, auch technisch wiederverwertet zu werden. Also es kommt auch darauf an, wie sind diese Baumaterialien mit den anderen verbunden? Mhm. Kann man die so ohne weiteres trennen von anderen? Wie schaut dann der konkrete Prozess aus der Umsetzung? Heißt es hier aber zum Beispiel, weil es ja eben Kreislaufwirtschaft, wissen wir ja überhaupt noch nicht, wie du sagst, da braucht es einen Katalog an Materialien, einen Gebäudepass vielleicht, mhm. dass man weiß, was ist wie drinnen, wie ja. viel ist da drin, dass das überhaupt funktioniert, die Kreislaufwirtschaft. Ja. Ist das jetzt sozusagen, wenn ich sage, auch mindestens 70% sollen wiederverwertet werden, ist das auch ein dynamisches Ziel sozusagen? Verändert sich das dann auch mit der Zeit? Kann ich damit rechnen, dass das in 5 Jahren 80-90% sein werden? Oder ist das ein statisches Ziel? Das ist auf jeden Fall ein dynamisches okay. Ziel, weil auch schon da steht mindestens 70%. Mhm. Also wir wollen, oder das ist auch quasi das Ziel der Verordnungsautoren, natürlich sozusagen hier den Druck in dem Bereich sehr stark auszuüben, dass einfach es dafür immer mehr Prozesse und Möglichkeiten gibt, auch diese Baumaterialien wieder zu verwenden. Also sich auch schon bei der Errichtung zu überlegen, wie können Baumaterialien eingesetzt werden auf der Baustelle mhm. und zusätzlich, wie können sie auch datenmäßig erfasst werden, damit man sie dann später wieder sozusagen klar trennen kann und erkennt, weiß, was drinnen ist. Was drinnen ist, damit man das dann auch planen kann und dann eben in der Projektentwicklung wieder hier berücksichtigen mhm. kann. Also der Riesenprozess der Kreislaufwirtschaft, der dadurch auch angestoßen wird. Genau. Ja? Also dieses Thema auch der Gebäudedokumentation ist also ein ganz wesentliches. Ja, Umweltziel 5, Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung. Also da geht es natürlich auch um die Themen der Kontamination. Das sind ja Themen, die in der Projektentwicklung und auch beim Erwerb und beim Verkauf von Liegenschaften immer ein heißes Thema ist. Wie schaut die Kontaminierung aus? Wie kann ich sicherstellen und auch prüfen, ob in Grund und Boden Kontamination enthalten ist. Das ist oft nur aufwendig möglich, wenn ich entsprechende Bohrungen mache. Im Bestand kann man solche Bohrungen sowieso kaum machen. Also das ist ein wichtiges Thema, das sich natürlich auch jetzt schon stellt. Maßnahmen zur Verringerung von Lärm, Staub und Schadstoffemissionen während der Bau- und Wartungsarbeiten. Da laufen ja oft die Nachbarn Sturm bei Baustellenentwicklungen, wenn eben hier Schadstoffe und Staub in einem unerträglichen Ausmaß entstehen und natürlich hier sich auswirken auf die benachbarten Liegenschaften. Also das ist aber bei uns auch natürlich durch Verordnungen entsprechend geregelt, aber es geht da auch deutlich darum, das einzuhalten. Einerseits, da sind wir eigentlich in Österreich relativ streng, also ich kenne vor allem die Wiener Verhältnisse, aber das ist natürlich immer wieder Motivation und wichtig, darauf zu schauen. Ja, es dürfen die Materialien, die verbaut werden, keine Stoffe enthalten, die giftig sind. Verweist zum Beispiel zu Asbest, wo wir ja selbst erlebt haben, wie schwierig es ist, hier Asbest wieder zu entfernen, ohne dass es hier eine besonders schädliche Auswirkung auf die damit befassten Personen gibt. Ja, und dann natürlich eben Schadstoffe werden entsprechend auf ein Mindestmaß zu reduzieren sein. Wir sind beim Umweltziel 6, Schutz der gesunden Ökosysteme. Da geht es darum, auch wahrzunehmen, wie die Umwelt sich sozusagen unmittelbar im Nahbereich der Liegenschaft befindet. Natürlich dürfen Gebäude schon jetzt nach gültigem nationalem und EU-Recht nicht in Naturschutzgebieten errichtet werden. Und ein großes, auch sehr breit diskutiertes Thema ist natürlich auch die Biodiversität, die in den letzten Jahren auch besonders stark abgenommen hat. Also die Vielfalt in diesem Bereich ist auch
zurückgegangen und das ist sicher auch besorgniserregend. Wie wirken sich diese Maßnahmen aus konkret jetzt? Wer ist davon betroffen aktuell? Wie schaut also da der Bereich aus von Themen, die aus dieser Gültigkeit der Taxonomieverordnung und auch der entsprechenden Anhänge zu entnehmen ist? Also natürlich alle, wie gesagt, die verantwortlich sind für den Bestand. Das sind natürlich Fondsmanager, Assetmanager von größeren Gebäudebeständen, von institutionellen Investoren, die veranlagt haben. Auch natürlich Investoren und Finanzierer sind hier unmittelbar betroffen und auch Finanzierungsinstitute sind gerade auch dabei, eben ihre Kreditnehmerinnen, auch potenzielle Kreditnehmerinnen damit zu konfrontieren, welche Überlegungen sie bereits haben zum Thema der Nachhaltigkeit, ob es da zum Beispiel Zertifikate gibt, beziehungsweise eben entsprechende nachweisbare wirtschaftliche Aktivitäten, die hier zuzuordnen sind. Aber das sieht man hier eigentlich sehr deutlich auf unserer Darstellung. Was den Beitrag operativ betrifft, sind natürlich Immobilientreuhänderinnen und Treuhänder besonders gefragt. Diejenigen, die operativ unmittelbar im Gebäude oder für die Gebäude tätig sind, in der Bewirtschaftung, in der Vermittlung, in der Entwicklung, in der Verwertung von Immobilien, also Maklerinnen, Immobilienverwalterinnen und Bauträger sind hier besonders heute gefragt und in Zukunft natürlich immer mehr gefragt. Natürlich jeweils auch in Zusammenarbeit mit den Partnern im Asset Management, dem Fondsmanagement und den Eigentümern von Immobilien. Mhm. Direkt durch das Nachhaltigkeitsreporting betroffen sind also Unternehmen, die zur nicht finanziellen Berichterstattung verpflichtet sind. Ich habe schon erwähnt, das sind also jene, die großen Unternehmen bzw. die Unternehmen im öffentlichen Interesse, die Börseunternehmen, die ja jetzt auch bereits Nachhaltigkeitsberichte vorlegen, wenn man zum Beispiel sich die BIC ansieht oder andere große Unternehmen, die Immobilienunternehmen, werden in Zukunft diesbezüglich auch im Sinne der Taxonomieverordnung ihr Reporting weiterentwickeln und diese Tätigkeiten müssen dann auch entsprechend nachgewiesen werden und auch der Abschlussprüfer, die Abschlussprüferin wird dann die Aufgabe haben, sich das anzusehen, ob das verpflichtend ist, ob diese Nachweise tatsächlich hier dem entsprechend. Das wäre jetzt eine Frage von mir, wer kontrolliert die Berichte? Jetzt mache ich einen Bericht als Betroffener, sowohl als zum Beispiel als Bauträger oder auch, zweite Frage, die Bank, ja, die Finanzierungsinstitute. Wer kontrolliert die Berichte? Gibt es da Standards dafür? Ja. Wie schaut das aus? Also das ist natürlich sehr stark in Entwicklung. Es werden die Zertifikate auch nach diesen Anforderungen hier entwickelt und also erweitert. Also wenn man schon einmal so ein Zertifikat dann vorweisen kann, mhm, auch für ein entwickeltes Gebäude, dann hat man schon einmal eine gute Dokumentation jener, ja, Aktivitäten, die dem entsprechen. Mhm. Also das ist im Gange. So, das ist eine akzeptierte Struktur sozusagen, genau, ein Zertifikat. Genau, ja, das ist ein klarer Prozess. Ein angesehenes Zertifikat. Das sind die Inhalte, ja, das ist ein Beleg. Ja. Das kann man sozusagen unmittelbar hier auch dann nachvollziehen. Das, was auch kommen wird, ist zusätzlich allfällige Normen, auch im technischen Bereich, die dafür eben auch relevant sind. Also auch der Wirtschaftsprüfer ist jetzt kein Techniker, kein Bauphysiker oder so weiter, sondern er muss ja diese Berichte, die dann vorgelegt werden und in dem, die hier Bestandteil des gesamten Jahresabschlusses sind, hier auch entsprechend nachvollziehen können, dass sie auch schlüssig sind. Also es ist ein Teil der Aufgabe des Wirtschaftsprüfers, das zu kontrollieren. So wie er den Lagebericht, ja, also zur Kenntnis nimmt und
entsprechend mitbeurteilt. So hat er dann auch in Zukunft eben diesen Bericht hier mit zu berücksichtigen. Und die Wobei, Banken, ja, wenn man die noch sagen, wie, an wen berichten die? An die FMA oder an die, an, die, die, an Banken die EU? Oder? Sind, und das ist bereits jetzt im Gange, sind hier verpflichtet, solche Nachweise einzuholen, zum Beispiel im Wege der Zertifikate, aber auch zum Nachweis anderer eben nachhaltiger Aktivitäten. Das kommt natürlich aufgrund deren Finanzierungsbedingungen, unter denen sie ihre Kredite vergeben. Also auch das ist sozusagen auch hier noch in Ausarbeitung. Das wird sicher in Zukunft noch stärker auch regulatorisch vorgegeben werden. Aber wem müssen die Meldung machen sozusagen? Wem müssen die Banken zeigen, ja, wir haben die, nachhaltig finanziert? Die Banken werden verpflichtet, nur noch Finanzierungen für nachhaltige Unternehmen bzw. nachhaltige Projekte auszuleihen. Sie dürfen es einfach nicht mehr. Sie dürfen es einfach nicht mehr, sondern sie sollten in Zukunft eben dann nur noch solche Unternehmen finanzieren. Genau. Das heißt, die werden ja Banken in der Regel eben dann von der Finanzmarktaufsicht auch geprüft und also werden dann auch entsprechend zu erklären haben, wie sich der Bestand entwickelt, weil jetzt wird natürlich das noch nicht so weit sein, wie man das in Zukunft natürlich vor sich hat. Auch da muss es einen Entwicklungsschritt in diese Richtung natürlich geben, weil es gibt ja laufende Finanzierungen, aber es gibt natürlich auch eben neue Finanzierungen, die sehr stark eben unter dieser Motivation hier dann gegeben sind. Okay, also die Finanzmarktaufsicht ist sozusagen zuständig. Genau, das ist sozusagen diejenige, die da auf die Finanzierungen sehen, aber natürlich sind auch Versicherungen da gefordert und es, ja, damit wird es auch einen allgemeinen Druck auf die Unternehmen und auf die Geschäftspartner dieser Unternehmen geben, sich sehr stark mit nachhaltigen Aktivitäten auseinanderzusetzen. Natürlich, ja. Das ist auch gut so. Genau. Gut, die Bauträger haben wir hier. Genau. Zumeist indirekt auch durch die erwähnten technischen Bewertungskriterien bei der Ausgestaltung beim Neubau, bei der Renovierung von Gebäuden. Großes Thema ist natürlich auch der Altbestand. Und hier wird man sehen, wie man eben bei der Renovierung, vor allem im Energiebereich, diese Verbesserungen herbeiführen soll. Wenn man sich jetzt Wien anschaut, kennen wir alle den relativ niedrigen Sanierungsgrad, den wir haben. Also das sollte in Zukunft eher gegeben sein. Und es gibt ja auch die Herausforderung, umzusteigen von fossiler Energie zu den erneuerbaren Energieträgern. Mhm. Und da ist noch in Diskussion und in Ausarbeitung beziehungsweise noch im Entschlussstadium auch in Österreich das erneuerbare Wärmegesetz, wo es um die Förderung dieses Umstiegs geht von fossilen in die erneuerbaren Energieträger, Stichwort zum Beispiel raus aus dem Gas und eben die Thermen eben hier auch entsprechend dann nicht mehr zu haben und damit erneuerbare Energieträger eben einzusetzen. Mhm. Ja, die Auswirkung auch für Immobilienprojektentwickler wollte ich so darstellen, dass zu der üblichen Interessenslage, die sich jedes Mal stellt, wo man sich von der Projektidee mit dem Standort und natürlich auch mit dem Kapital zu befassen hat, ist in Zukunft ganz entscheidend eben auch die Umweltthemen, die Environment-Themen, die gerade besprochen wurden, aber auch die sozialen und Unternehmensführungsthemen hier zu berücksichtigen. Mhm. Wie schaut das bei den Maklerinnen und Maklern aus? Maklerinnen und Makler haben ja eine sehr wesentliche Verantwortung im Bereich auch der Beratung. Das heißt, die Maklerinnen und Makler sollten auch in der Lage sein, eben hier dieses durchaus nicht einfache Rechtsgebiet hier zu überschauen und die konkreten Verpflichtungen für die jeweiligen Unternehmen bzw. Verbraucher auch
wahrzunehmen und einordnen zu können. Also auch abzufragen, hinzuweisen auf vorhandene Zertifikate, deren Bedeutung auch möglichst richtig auch auslegen zu können, auch hier auch darstellen zu können, ob sie eben mit der EU-Taxonomieverordnung konform sind. Wo es auch darum geht, mit den Immobilienverwaltern zu kommunizieren, beziehungsweise eben zukünftige Adaptierungen vorzunehmen. Stichwort, wie gesagt, Gastherme, ein wesentliches Thema, das natürlich Maklerinnen und Hausverwalter besonders auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Natürlich nicht nur die produzierenden Unternehmen. Wie wir von Studien wissen, ist ein Umstieg so circa mit 25.000 Euro zu kalkulieren. Das wird für viele Betroffene nicht leistbar sein. Und daher geht es auch in dem gesetzlichen Bereich dazu, diesen Umstieg entsprechend auch so zu fördern, dass wir eben hier im geplanten Zeitraum tatsächlich das erreichen können. Also an die Maklerinnen und Makler unter Ihnen durchaus ein Feld, wo sie sich sozusagen etablieren können und vielleicht eine Beratungsleistung haben, die andere nicht haben, wo man sich unbedingt einen USP erarbeiten genau, kann. Genau. Ja. Gut, das sind die Maklerinnen. Die Makler. Und dann haben wir noch eine Gruppe. Ja, wir haben natürlich auch die Immobilienverwalter, die vom Nachhaltigkeitsreporting auch betroffen sind. Wie zuerst eben gesagt, sind jene, die auch natürlich die Daten des jeweiligen Objektes erheben, aufbereiten, interpretieren, zur Verfügung stellen sollen. Also das ist auch ein wesentliches Kompetenzfeld, das also für die Eigentümer ganz wichtig ist, für die Finanzierungen. Also da kommt auf die Immobilienverwalter eine Kompetenzerfordernis zu, die ganz wichtig ist und die es auf jeden Fall wert ist, auch dafür auch entsprechendes Honorar zu zahlen, würde ich mal sagen. Also die Bewirtschaftung von Gebäuden sollte auch in Zukunft nachhaltig sein nach diesen Kriterien. Und dafür sind die Immobilienverwalter sozusagen die unmittelbar operativ Verantwortlichen. Ja, kommen wir sozusagen zur Zusammenfassung bzw. zur Conclusio. Nachhaltigkeitsthemen, ESG ist da, wird bleiben und wird unser Leben mit Immobilien jedenfalls in Richtung der Nachhaltigkeit verändern. Also kein Schönheitsmerkmal, kein Marketing-Plus, sondern ein unbedingtes Muss. Ja. Es ist letztendlich natürlich auch etwas, was für die Gesundheit der Nutzer auch ganz ein wichtiges Thema ist. Also es geht nicht nur darum, sozusagen hier Kriterien zu erfüllen für die Gesellschaft, sondern jeder Einzelne wird auch davon positiv betroffen sein, weil es einfach gesünder ist, in solchen Immobilien zu leben. Und Immobilientreuhänder schaffen ja Lebensräume und daher ein besonders wichtiges Thema auch, diese Lebensräume im Sinne der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Also es wird ein Wettbewerbsvorteil sein für jene, die sich aktiv mit dieser Materie befassen. Wer in Zukunft davon nicht Bescheid weiß, wird ein Problem bekommen. Und was wir auch wissen und was wir heute vielleicht noch zu einem geringeren Ausmaß erkennen, Daten über Gebäude, über die Entwicklung von Gebäuden sind das neue Gold, sind also besonders wertvoll, weil nur aufgrund von Daten kann man auch in Zukunft entsprechende Entscheidungen treffen über Investitionen, über Finanzierungen. Ohne Daten fehlt einem sozusagen der Grund und die Begründung eben dafür. Ja. Also die Taxonomieverordnung ist auch ein Treiber der Digitalisierung und auch der Nutzung digitaler Tools. Also es geht da sehr stark auch um Datentransparenz, um die Zugänglichkeit von Daten für den Verbraucher, aber auch für alle anderen, die jetzt zum Beispiel hier Energie
zur Verfügung stellen. Es ist eben ganz wichtig, damit auch in Zukunft zu arbeiten, ob das jetzt im Bereich der Planung ist, im Bereich der Herstellung, aber auch natürlich für die Bewirtschaftung von Immobilien. Mhm. Ich habe Ihnen dann auch noch weiterführende Informationen mitgegeben. Da können Sie sowohl auf der Homepage des Klimaschutzministeriums jede Menge Nachweise dazu finden und dann natürlich gibt es die Möglichkeit, die EU-Taxonomieverordnung und die beiden derzeit zur Verfügung stehenden Anhänge auch konkret hier sich durchzusehen, ebenso die EU-Offenlegungsverordnung. Sehr gut. Dann sind wir am Ende angekommen. Jetzt war, glaube ich, die ja. Folie in die falsche Richtung. Genau, ich wollte noch einmal zur Conclusio kommen. Ach so, Entschuldigung. Ja? Ja. Zur Conclusio. Genau. Die Conclusio habe ich schon erwähnt. Also ESG wird auch in Zukunft nicht nur von den Immobilientreuhändern, aber auch von jenen Partnern, die mit uns zusammenarbeiten, also den Steuerberatern, den Wirtschaftsprüfern, den Unternehmensberatern, bereits jetzt in verschiedensten Seminaren aufbereitet, dargestellt. Sie bekommen hier aus den verschiedensten Bereichen Informationen. Also das prasselt derzeit intensiv auf die Immobilienwirtschaft herein. Ich würde Sie auch einladen, nehmen Sie diese Angebote wahr. Schauen Sie, dass Sie jene Informationen, die für Ihre Aufgaben und für Ihre Tätigkeiten besonders wichtig sind, dass Sie die entsprechend aufnehmen und bereits umsetzen. Also ganz wichtig, hier fit zu sein. Wir haben das auch in unseren Studienplänen bereits hier realisiert, sodass unsere Studierenden auch bereits mit aktuellen Informationen aus diesem Bereich hier vertraut werden und ihre Tätigkeiten dann auch ausrichten. Und wenn wir jetzt zum letzten Punkt hier wieder springen, sieht man, glaube ich, auch, wie weit das sozusagen greift, weil wenn wir dann nur Begriffe wie BIM, Datentransparenz etc. sehen, genau, dann verstehen wir vielleicht, wie eben die Digitalisierung, wie du gesagt hast, da mit verzahnt ist, genau, und wie weitreichend eigentlich das, genau, welche Konsequenzen, genau, das hat. Gut, ich denke, wir sind, ja, am Ende von dem Vortrag sozusagen. Und jetzt bin ich auf Ihre Fragen gespannt, meine Damen und Herren. Ich darf mit zwei Fragen beginnen, die wir schon im Vorfeld zugeschickt bekommen haben. Was sind die Konsequenzen, wenn Bedingungen der Taxonomieverordnung nicht erfüllt werden? Ja, also die Taxonomieverordnung ist an sich verpflichtend. Es gibt aber keine Strafen, also so wie wir das aus den Verwaltungsgesetzen vielleicht in Österreich kennen, sondern sozusagen die Sanktion ist, sie werden auf dem Investmentmarkt mit nicht nachhaltigen Immobilien immer uninteressanter. Das wird ein Thema sein, gerade bei den institutionellen Investorinnen und Investoren, dass sie hier besonders auf diese Nachhaltigkeitsnachweise Wert legen. Sie müssen das auch in Zukunft bei der Due Diligence wohl auch entsprechend einbringen und es wird auch gefragt sein, welche Bereiche Sie hier bereits in Ihren Immobilien hier umgesetzt haben. Mhm. Also im Investmentbereich, im Bereich der Finanzierung kann es sein, dass Sie mit schlechteren Konditionen konfrontiert werden oder dass die Bank auch sagt, im Zusammenhang vielleicht auch mit anderen eben Finanzierungskriterien ist die Nachhaltigkeit eben auch ein wichtiger Punkt, dass dann die eine oder andere Finanzierung auch abgelehnt wird. Das ist ja an sich auch der Clou von dem Ganzen, genau, wenn ich das richtig verstehe, ja, dass ich es nicht über Strafen per Gesetz irgendwo regle, sondern dass ich es über den Markt oder über die Finanzierung eigentlich handle und somit, genau, eigentlich fast alles, ja, alles abdecke. Also die Kapitalströme sind ganz wichtig, die sollen in Richtung der nachhaltigen Immobilien ausgerichtet werden und sollen, ja, hier dort zur Verfügung stehen und nicht mehr sozusagen die Nachteile in diesen Bereichen finanzieren oder ermöglichen. Also das Ziel ist gerade auch, was den Bestand betrifft, immer mehr auch die Möglichkeiten auszuschöpfen, die man eben durch die Sanierung auch hat. Ja,
Stichwort Kapitalströme passt die nächste Frage dazu, die ich da schon gesehen habe. Wie intensiv arbeiten USA, China und Indien an der Agenda 2030? Ja, das und auch, wir beziehen uns ja auf Europa. Genau. Was passiert mit US-Kapital zum Beispiel auch? Also grundsätzlich muss man sagen, maßgeblich ist die UNO in dem Bereich. Ich habe das in meinen Anfangsfolien auch dargestellt. Wir haben einerseits die UN-Agenda 2030 mit den Sustainable Development Goals. Und bis auf wenige Ausnahmen ist es weltweit sozusagen hier natürlich auch Ziel dieser einzelnen Staaten. Also auch China hat sich dazu bekannt. Und ja, Übereinkommen von Paris, wie Sie wissen, auch hier ist die USA wieder dabei. Mhm. Das war ja einige Jahre nicht der Fall. Mittlerweile ist die USA auch hier wieder eben Partner dieses Übereinkommens. Also diese Ziele werden auch hier vertreten. Wie weit Indien jetzt wirklich an den Themen intensiv arbeitet, weiß ich nicht, kann ich Ihnen aber noch im Nachgang erheben. Sehr gerne. Und wenn ich zum Stichwort Nachgang kommen darf, haben Sie hier dann auch noch die Kontaktdaten von Dr. Braunisch. Nächste Frage, die wir im Vorfeld bekommen haben, ist noch eine, die sozusagen auch ein bisschen Zweifel hat. Derzeit gibt es noch zahlreiche Anforderungen, für die es noch keine oder zu wenige Daten gibt. Wie sind diese daher dann zu erfüllen? Genau. Gute Frage. Also diese Daten sind natürlich im Vergleich mit anderen Unternehmen auch zu entwickeln. Auch das wird sich im Laufe der Zeit, wenn man dann auch vielleicht den Bereich der Liegenschaftsbewertung sich ansieht, die ja sehr stark auch am Markt, am Immobilienmarkt tätig ist. Auch hier ist es wichtig, Daten zu sammeln von vergleichbaren Objekten. Aber es ist natürlich entscheidend, es wird Referenzobjekte geben, die Daten liefern. Wenn Sie jetzt sich zum Beispiel von ÖGNI verschiedene zertifizierte Objekte ansehen, auch hier wird es dann Orientierung geben, welche Möglichkeiten es gibt. Aber mir ist diese Frage eigentlich sehr wichtig, weil wir natürlich von den Daten auch quasi leben und uns danach auch orientieren müssen. Mhm. Das, was wir schaffen an wirtschaftlichen Aktivitäten, schlägt sich in Daten nieder. Es ist eigentlich heute nicht mehr akzeptabel, wenn diese Daten nicht mehr gesammelt werden, nicht mehr strukturiert dokumentiert werden und nicht mehr sozusagen hier dann für die weitere Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, wie das vielleicht noch vor Jahrzehnten passiert ist. Jetzt verstehen wir auch, warum wir es wirklich brauchen. Ja. Also liebes Asset Management, liebe Eigentümer, liebes Facility Management, wir brauchen sie. Ja, sie müssen sonst geht das Ganze nicht. Sonst können wir es nicht messen, sonst können wir keinen Fortschritt nachweisen. Etc. Sie müssen es nachweisen. Also es kommt ganz wesentlich darauf an, dass man nicht nur etwas behauptet, sondern diese wirtschaftlichen Aktivitäten auch im Sinne der Taxonomie müssen auch nachgewiesen werden. Genau. Und zwar nachvollziehbar nachgewiesen. Nächste Frage, wie soll man die Dämmung von Häusern, Styropor, getrennt von Wänden, Ziegel, Beton, recyceln? Genau, das ist eine gute Frage, die man eigentlich den Herstellern dieser Materialien stellen müsste. Und ich habe auch mitbekommen, dass die sich sehr intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Und das wird auch eine Entwicklung natürlich der Baumaterialienhersteller sein, in Zukunft diese Baumaterialien für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen, dass es auch schon sozusagen auch Anleitungen gibt, wie die montiert werden müssen, damit sie eben nicht sozusagen hier in einer festen Verbindung mit dem Bauwerk sind, sondern dass sie wieder relativ einfach ausbaubar einfach sind, wieder lösbar sind, trennbar sind von den anderen Teilen des Bauwerks. Mhm. Auch da sind wir an einem ganz großen Punkt, wo noch viel passieren muss. Aber da ist was angestoßen und wie du sagst, die Baustoffhersteller, die alle anderen Beteiligten arbeiten daran. Es gibt erste Stoffe, die sozusagen sortenrein sind, die ganz eben genau auch für diesen Zweck hergestellt werden. Ob Verbundstoffe dann für diesen Zweck die Zukunft sind, würde ich mal ein Fragezeichen dahinter stellen. Nächste Frage, ab wann müssen diese 70% vom Sanierungsprofessionisten dokumentiert werden? Ab wann sie dokumentiert werden müssen? Also maßgeblich ist jetzt die
Taxonomieverordnung bereits. Die ist ja geltendes Recht, auch in Österreich, und gilt auch eben für die Renovierung. Und daher ist das sozusagen natürlich aktuell ein Thema. Ich habe zuerst erwähnt, dass es da Unterscheidungen gibt bei den Gebäuden nach dem Errichtungsalter bzw. Errichtungsdatum vom 31. Dezember 2020. Also da gibt es Kriterien mit der Energieeffizienzklasse und bei den Nichtwohngebäuden gelten die Anforderungen eben der Neubauten. Aber wenn sich das jetzt auf die Bewertungskriterien von der Kreislaufwirtschaft bezieht, die Frage, so würde ich es jetzt lesen, ja. Ab wann müssen sie dokumentiert werden, wenn ich das nachweisen will, dass ich in diesem Feld außerordentlich gut bin, oder? Ja, also das Thema ist ja, dass es jetzt dazu noch nicht unmittelbar eine konkrete Rechtsakt dafür gibt von der EU. Ich habe ja erwähnt, es gibt zum Umweltziel 1 und 2, also zum Klimaschutz und zum Klimawandel, gibt es ja diese Anhänge, die jetzt schon auch entsprechend auch national in sich in Umsetzung befinden. Und alle anderen Umweltziele, da sollte es keine erhebliche Beeinträchtigung geben. Also, das heißt, wenn ich jetzt in der Kreislaufwirtschaft eigentlich super bin, ja, bringt mir das noch nichts. Bringt das sehr wohl sozusagen einen Punkt, weil sie die Anforderungen erfüllen. Also das ist zumindest keine erhebliche Beeinträchtigung in dem Bereich durch die Erfüllung der Ziele 1 und 2 gibt. Aber ich muss meinen Hackerl noch woanders machen. Sie müssen sozusagen hier sich vor allem den Umweltzielen 1 und 2 auch widmen. Okay. Aber das heißt nicht, dass Kreislaufwirtschaft jetzt nicht relevant ist, sondern in diesen Bereichen, und das ist ja auch in Arbeit, sollen eben auch solche sogenannte Rechtsakte eben geschaffen werden, wo das dann auch verpflichtend wird. Also da arbeiten, da gibt es eine Technikergruppe der EU, die an diesen Themen auch arbeiten. Gut. Nächste Frage, ist die Taxonomie überhaupt realistisch? Die Anforderungen sind sehr, sehr hoch. Wer ist für die Gebäudedokumentation zuständig? Naja, für die Gebäudedokumentation zuständig ist, wenn man sich die einzelnen Projektentwicklungsphasen ansieht, einmal der Planer, die Planerin. Also von der Projektidee weg beginnt ja sozusagen das Gebäude zu leben oder das, was daraus, was also hier werden soll. Also bereits hier werden ja die Grundlagen in der Planung gelegt und das wird dann in Zukunft oder im Laufe quasi der Fertigstellung, der Planung und dann in der Ausführung immer dichter. Und da ist natürlich die Gebäudedokumentation wichtig. Das sind einerseits die Planer, die ausführenden Unternehmen und dann diejenigen, die von diesen Unternehmen die Daten bzw. die Gebäudedokumentation übernehmen. Also das betrifft einerseits die Planung, also die entsprechenden Bestandspläne, es betrifft aber natürlich auch eben die Fülle der einzelnen Materialien, also die Daten der eingebauten Bereiche gehören also hier auch entsprechend dazu, sodass es dann eine Datenbank gibt, die natürlich auch laufend aktualisiert werden muss und das sind die Facility Manager, das sind die Immobilienverwalter, die unmittelbar operativ dann für die Bewirtschaftung und für die Aktualisierung der Daten zuständig sind. Mhm. Und gleichzeitig zuständig ist das jetzt operativ eigentlich erklärt, zuständig ist aber auch der Investor, der Eigentümer, genau, der sagt, ich brauche das bitte und der hat auch sozusagen die Anforderung, das zu verlangen. Genau, bei der Due Diligence geht es ganz wesentlich darum, auch, dass sie nicht nur die Immobilie im zeigen, sozusagen den potenziellen Investor, sondern da geht es wesentlich darum, dass die entsprechende Dokumentation, die Verträge mit den Nutzern natürlich sehr stark gefragt sind und sehr stark auch der Prüfung unterliegen durch den Erwerber, durch die Erwerberin und die natürlich auch besonders werthaltig sein sollten. Gut,
Ich sehe, es sind noch mehrere Fragen, unter anderem Asbest kommt da vor. Das ist aber allerdings jetzt, glaube ich, weniger die Taxonomie betreffend, das ist allgemein eine Frage, wie wird Asbest entsorgt. Hier haben wir noch, es wird ein erheblicher Investitionsbedarf auf Immobilieneigentümer zukommen. Macht es Sinn, den Energieausweis, um mögliche Investitionskosten zur Erlangung der Nachhaltigkeit zu erweitern, womit Käufer aufgeklärt werden? Ja, also erstens einmal hat die EU auch ein entsprechendes Investitionsbudget beschlossen, das ich kaum glauben konnte, in welcher Höhe das eigentlich beschlossen wurde, nämlich mit 1 Billion Euro für alle 27 Billionen, um das akustisch herauszustreichen. Also 12 Nullen. Also dass auch entsprechend natürlich Kriterien des Einsatzes unterliegt, wo diese nachhaltigen Themen damit auch finanziert werden sollen und natürlich auch letztendlich sichergestellt werden soll, dass das auch realisiert wird. Was war das jetzt? Das ist die nächste Frage und ich würde sie schon nehmen und in Anbetracht der Zeit versuchen, kurz zu beantworten. Finanzierungen, gelten die Vorgaben auch für private oder kleine Investoren? Sprich, werden Banken künftig Finanzierungen von Altbauten ablehnen? Ja, wir sind mit Banken auch immer wieder in Kontakt. Verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen auch bei uns. Wir wissen, dass das ein Thema ist bei den Banken im Rahmen der Finanzierungsentscheidung. Die Ablehnung einer Finanzierung hängt ja von vielen Fragen ab, aber die Frage der Nachhaltigkeit wird sicher eine immer wichtigere Frage. Aber natürlich gibt es auch nach wie vor das Thema bei den Banken mit der Bonität, mit dem Rating des Kunden, mit dem entsprechenden Potenzial, den Referenzen des Kreditnehmers, des Werbers. Also alle diese Punkte sind natürlich nach wie vor Entscheidungskriterien für die Finanzierung. Für die Finanzierung. Ja. Daher kann man das nicht so sagen, dass Nachhaltigkeit das einzige K.O.-Kriterium ist oder sein wird, aber es wird immer wichtiger. Und die Banken sind selber gerade in dem Prozess, glaube ich, muss man dazu sagen, und setzen selber gerade um. Genau. Also sind auch gerade im Wandel. Also alles ein bisschen nebulos, aber wir haben viel Klarheit schon reingebracht. Also ich möchte nicht sagen, möchte ich nicht stehen lassen, dass es nebulos ist. Es wird ein Nebel. Es wird immer heller. Erlichtet. Und es wird auch intensiv daran gearbeitet, diese Anforderungen konkret hier für die Nutzer, auch für die Bauträger, für alle Beteiligten so auf den Punkt zu bringen, dass sie auch operativ umsetzbar sind. So, wir haben einiges mehr verstanden. Clemens Braunisch, vielen lieben Dank, dass du da warst, im Studio, was du das aufbereitet hast und für die Beantwortung der Fragen. Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, kurz noch für Sie der Hinweis auf den Newsletter. Melden Sie sich für den an, dann wissen Sie, wann das nächste Immo-Webinar immer stattfindet. Im Archiv können Sie die ganzen Webinare nachanschauen, auch dieses, wenn Sie noch wollen, oder die Unterlagen dazu immer downloaden. Und das nächste Webinar, auf das darf ich Sie noch hinweisen, ist am 19. Oktober um 10 Uhr. Es wird um das Thema PropTechs gehen, sehr spannend, und Vortragende wird die Magister Sabine Berloffer sein. Schön, dass Sie mit dabei waren. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.